Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Vlog. Wir sind heute hier in Holland. Wir machen jetzt gerade wieder Urlaub. Ihr werdet nicht erraten, wo. Und das wird jetzt nur ein kleines Zusammenfassung. Ich mache von jedem Tag wieder ein kleines Stück und ihr könnt ja erraten, wo wir waren. Also viel Spaß mit dem Video. Okay, mein Essen ist da, ich darf anfangen. Guten Appetit. Ja. Ich warte noch, okay. So, hier steht Tao Toga Sipin Sur Vata Frag. Vata Frag? Was ist Vata Frag? Water Park. Ach, Park ist das. Oh, sorry. Water Park. Maaf. Hier sind nur Gummibaumplantagen. Gummi, 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 Gummi. Oh. Jetzt bin ich kaputt. So warm. Dein Auge. Ja, genau. Ich wurde die Nacht von 1000 Moskitos zerstochen. Keine Ahnung. Einer hat mich am Auge hier erwischt. So sehe ich jetzt aus wie. We eat it, baby. We let the smell in soap. Genau, genau. Wir holen uns jetzt schnell eine Sonnenbrille und dann geht's weiter zum Hafen. Also viel Spaß jetzt hier im Bus. Das ist der Exklusiv-Bus. Also vom Platz her ist noch ausreichend. Ein bisschen Platz habe ich noch. Außer wenn die vor uns sich weiter nach hinten legen, dann sieht der Platz bei mir eng aus. Aber ich habe, ja, ich habe gedacht, wäre ein bisschen besser, ne? Ja. Obwohl, wie teuer war der Bus jetzt? Also insgesamt von uns bei der 596.000 Rupien. 96.000 Rupien. Mhm. Okay. Fast 300.000 für eine Person. Jo. Die nächste Brücke und da hinten die Fischzucht, ja? Da sind bestimmt Delfine drin. Die da? Komm mal, hier auch. Oh, da angelt einer. Nee, ich mag keine Fische, warum soll ich angeln? Eigentlich sagen, die Kurve hier ist sehr viral, weil die Autos hier nicht immer richtig hochkommen, weil es so steil ist. Habt ihr ja gesehen.
Wir sind endlich raus. Juhu. Fast zwei Stunden haben wir an der Kasse gestanden. So lange habe ich noch nie angestanden. An der Kasse. Stunde eingekauft und noch nicht mal eine Stunde. Und zwei Stunden angestanden. Jetzt warten wir auf unser Taxi. Müsste jetzt jede Sekunde kommen. Gut, dann geht's fürs Hotel. Wir sind durch die Kontrolle durchgekommen. Ohne Probleme diesmal, nichts mit der Drohne. Also perfekt durchgekommen. Jetzt sitzen wir hier am Gate 9 nach Istanbul. Flugzeug ist auch schon da. Und dann geht's gleich los. Hoffe ich. Bis dann.